Liebe Freunde und Fans von Bad Kreuznach-Lacht, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von 4 Antworten, ein Witz, heute bei unserem Bad Kreuznach-Lacht-Event in Gensingen in der Nahetal-Arena. Und ich habe eine Interviewpartnerin bei mir, es ist... Judith Lefeber, hallo! Jawohl, sehr schön, dass wir uns treffen. Heute hier bei Bad Kreuznach-Lacht. Ist schon so ein ganz besonderes Gefühl, mal hier zu sein, oder? Allgemein wieder ein ganz tolles Gefühl, auf der Bühne stehen zu können und jetzt auch mal wieder nach der Pandemie, großen Zeit, dass man dann jetzt auch mal dieses Event erleben darf. Absolut. 4 Antworten, ein Witz. Wir starten. 2003, da kennen dich ja wahrscheinlich noch ganz viele von Deutschland sucht den Superstar. Ist viel passiert auch seit dieser Zeit. Vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Was hat sich in den letzten Jahren so bei dir getan? Also ich habe ganz viel Musical sogar gespielt, also die Hauptrolle in AIDA, ganz oft auch Hair, das Musical, und bin dort jetzt mehr zu Hause, auch mit großen Orchestern auf der Bühne, und ja, es macht Spaß. Du bist ja eine ausgezeichnete Sängerin. Wie hast du die Leidenschaft zum Singen bekommen? Wann hat es bei dir angefangen? Erstmal danke für das Kompliment. Ich bin, seitdem ich klein bin, ich am Singen. Also mit Rolf Zukowski früher. Und also mich ruhig zu bekommen, das war früher unmöglich. Es gab keinen Knopf. Du hast ja auch mitgemacht bei unserem Ehrenamtssong, Teil des Ganzen. Könnt ihr euch übrigens gerne auch mal anschauen. Es gibt auch tolle Videos dazu. Und was ist das für eine besondere Ehre für dich gewesen, bei dieser Nummer, bei dieser Charity-Nummer mitzusingen? Also Charity ist sowieso immer ganz groß geschrieben bei mir. Und der Song, der hat es einfach auf den Punkt gebracht, auch sich bei den Menschen zu bedanken, einfach die in der Pandemiezeit und in dieser schweren Zeit sich auch viel gekümmert haben, ne? Also sei es jetzt die Mediziner, sei es jetzt alles so, was drumherum war, und dass es einfach mal Zeit war, Danke zu sagen. Wenn wir mal ein bisschen nach vorne schauen wollen, gibt es irgendwas, was du dir wünschst für die Zukunft? Hast du irgendwelche Ziele, Wünsche, die du gerne noch erreichen möchtest, oder irgendwas, was du gerne umsetzen möchtest noch? Also ich habe letztendlich keine Wünsche, weil sich die meisten Wünsche schon erfüllt haben. Aber ich wünsche einfach, dass ich gesund bleibe und dass meine Familie gesund bleibt und dass wir weiterhin, wir Künstler, euch Publikum, Zuschauer, je nachdem, ob jung, ob alt, mit unserer Musik begeistern können. Das sind ganz tolle Wünsche, und das wünschen wir dir natürlich auch alles von Herzen, liebe Judith. Und gerne möchten wir von dir noch einen Witz hören. 4 Antworten, ein Witz. Du weißt, das ist unser Format. Vielleicht dein Lieblingswitz. Ja. Treffen sich zwei Tiere im Wald. Ne? Sagt der Erste zum Anderen: Was bist du denn für ein Tier? Ich bin ein Wolfshund. Meine Mutter war ein Wolf, meine Mutter ein Hund. Und was bist du? Ich bin ein Ameisenbär. Das glaube ich nicht. Der ist sehr schön, und den hatten wir auch bisher noch nicht in unserer Reihe. Ja, wir sind so stolz, wir haben schon so viele Interviews gemacht und es hat sich noch kein Witz wiederholt. Fantastisch. Also, danke dir fürs Interview und weiterhin alles Gute. Vielen, vielen Dank. Und wir danken natürlich nicht nur Judith fürs Interview, sondern auch all unseren Partnern und Unterstützern.